Also ich denke erstens einmal in einem gewissen Rahmen kann auch ein Angehöriger pflegend sein. Das hängt sehr von den Umständen ab, natürlich hängt von der körperlichen Konstitution ab, die der Angehörige hat. Das hängt auch von Gefühlen wie Scham, Ekel bei allen Beteiligten ab. Aber prinzipiell, glaube ich, kann zumindest ein gewisses Maß an Pflege auch vom Angehörigen geleistet werden. Das Zweite ist, ich glaube, dass Angehörige, ich sage mal, ebenso dringend wie Patienten Hilfe brauchen. Einfach Hilfe von außen. Die Hilfe sind in erster Linie, glaube ich, wohlmeinende Menschen und gute Freunde. Die Hilfe können natürlich auch Professionisten sein. Also das kann ein guter Arzt sein, der Verständnis dafür hat. Das könnte ein Psychotherapeut sein oder eine psychologische Beratung. Vielleicht ist bei manchen im ersten Moment angesagt auch Krisenintervention, sodass man durchaus an ein Kriseninterventionszentrum oder Kriseninterventionsexperten denken kann. Und ich denke mal eben ähnlich wie bei psychischen Krankheiten, ja nicht nur der Betroffene selber leidet, sondern auch das ganze Umfeld, so ist es vermutlich auch bei MS